relativ cool, würde ich sagen. Cool, calm und collected. Immer unter Kontrolle oder so. So, hier. Was haben wir jemals Jan gegen Parsec gesehen? War Parsec jemals hier in Berlin? Die haben in dem Online-Weekly einmal gespielt, glaube ich. Aber da sah das, glaube ich, nicht so gut aus für Jan. Das sehen wir, weil Dommel ist sehr gut. Ich glaube, den besiege ich heute auch nicht. Wenn ich überhaupt zu ihm komme. Du bist aber so nicht so optimistisch. Geht, ja. Also nee, ich glaube, wenn ich gegen Jan wäre, hätte ich ein bisschen Angst so. Weil ich glaube, bei Jan so, da dauert es nur noch eine Frage der Zeit, bis er mich irgendwann holt. Weil ich struggle schon ein bisschen gegen ihn, glaube ich. Jan hat aber, glaube ich, auch viel online gegrindet. Ja, und ich glaube, Dennis bin ich so ein bisschen confident, weil ich einfach richtiges Soul crushed habe. Aber vielleicht ändert sich das ja auch nochmal. Vielleicht hat es jetzt lang genug gedauert, weil Soul Crushers muss man immer erneuern, glaube ich. Was ist das? Ist eine Sache, die ich mir komplett ausgedacht habe. Ah, okay. Es war gerade so legitim. So, dass ich also, ist es gibt schon so ein Ding, dass man so die Nummer von dem hat, dass man einfach immer wieder gegen den gewinnt. Ja, so einfach, weil du seine Mutter gefickt, genau. Ja. Weil du seine ich weiß nicht, ja. Ja. Weil du seine Habits, seine Angewohnheiten halt kannst. Und das, dann passiert das ja manchmal, dass auch bei ähnlich guten Spielern, dass die halt so total lopsided gegeneinander spielen. Und das sind halt ich und Dennis. Weil Dennis ist jetzt, ich bin jetzt nicht viel, viel besser als Dennis oder so. Aber ich verliere halt so wie. Oh, it's unrest. Ich spiele auch so oft, dass ihr eigentlich schon wisst, was ihr falsch macht. Ja, nee, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, dass es schon immer ein bisschen anders ist. Hier hätte Jan die Führung nehmen können, stattdessen hat er nicht die Führung. Nee, hätte nicht mehr die Führung haben können. Naja. Das Gegenteil von so biologischen Situationen, wo es erst so Schulen gab. Das ist unfair, Parsec ist arbeitslos. Das ist so schnell, schau mal. Der Fuchs. Da ist alles gut. Dann musst du dich einmal. Das war's. Nee, das war's nicht. Wer ist Soulboy? Das ist Jojo. Oh, nee. Soulboy spielt nicht. Das sind Parsec und Jan. Nee, aber er hat gerade eben noch gespielt. Wunderbar, das sind alles Soulboys. Was? Oder? Das ist auch so, Leute, die Nintendo mögen. Nee, die so. Obwohl so ein bisschen. Ja. Also Leute, die Nintendo mögen, oder wenn die neue Switch rauskommt und der Freund von deiner Frau ihnen den kauft, dann machen die so. Das soll die so nicht. Oh Gott. Achso, Soul macht einen zu einem Beta. Ja, zu einem Beta-Mail. Und dann bist du in Poly-Beziehungen, wo dann der Freund deiner Frau. Ich bin ein Beta-Mail-Supporter. Ja, ey, wir lieben Betamails. Betamail Enjoyer. Ich bin selber ein Betamail. Was? Ey, das war tricky. Ja, den kleinen nicht am Sack, aber vielleicht kann er was holen. Ja. Oh, schön. Klasse. Wenn man jemanden so auf Stage haut, dann hat man immer so eine gute Chance, den dann von da ziemlich einfach zu töten, auch wenn er so bei niedrigen Prozenten ist. Und das ist, was Jan hier so ein bisschen probiert hat gerade. Oh, schön! Oh! Schöner Gemüse! Sein zweiter Rest. Er ist normalerweise nicht so gut im Rest treffen, ja. Oder? Auch beim Friendly-Spielen war er gerade sehr, sehr solide. Vielleicht gewinnt heute einfach Jan. Da ist er. Oh no! Aber Jan kann Dritter werden. Siehst du das? Guck mal, wie lange er dann. Third, oh mein Gott, er ist Third, versteht ihr? Ah. Er ist tatsächlich schon mal Third geworden, oder? Ja. Und hat mal Dritter und 3 Euro bekommen. Wow! Das ist der Wahnsinn. Gibt's irgendjemand, der einfach immer gewinnt? Das ist ein bisschen unfair. Oh mein Gott. Arthur bei uns. Und Dominik. Und mittlerweile Niki, ja. Ist der da? Oh! Ah. Nee. Oh mein Gott! Oh, 3-Star? 64? Nintendo 64 Star? Nintendo 64 Third Star. So nämlich. Das ist spannend heute. Das vielleicht jetzt.
Okay. Jan ist so ein richtiger Killer. Der sieht so, das ist wie so ein Panda-Bär, der so süß aussieht, aber dann meuchelt er. Dann bringt er einen einfach um. Er ist ein Mörder. Das ist wirklich ein Mörder. Jigglypuff in der Nutshell. Okay, das ist jetzt ein wichtiger Moment, würde ich sagen. Ich glaube, wenn Jan sich jetzt zusammenreißt und weiter so ein bisschen gute Sachen macht, dann kann er hier das richtig holen, aber wenn Pasek sich richtig zusammenreißt, dann... Kann er es auch dann, nicht. Nee, dann wird das wahrscheinlich so ein richtiger so. Dann easy. Was geht, was so. Dann gewinnt er jetzt richtig, richtig doll. So, also, ich würde sagen, egal was passiert hier, Pasek ist eigentlich der beste Spieler. Und sollte das eigentlich gewinnen. Und wenn er das alles gut runterspielt, dann wird er das auch gewinnen. Aber Jan hat hier die Chance. Ja, ne? Er ist ja auch gut. Boah, danke schön für mich. Richtig, aber ja. Er wird schon ein bisschen überrannt hier. Ja, ich gucke mal unten auf die Prozentzahl. Das heißt gar nichts. Ne? Das kann schon was heißen. Die Prozent heißt immer... Fliegt, ne? Ja, genau. Aber das heißt, also wenn ab einem bestimmten Punkt, guck hier. Die sagen tatsächlich nicht so viel, weil hoch heißt nicht unbedingt gut. Zum Beispiel, wenn Pummelhof über so eine bestimmte Zahl ist, dann kann er nicht mehr so einfach von diesem so, bei dieses Ding hier, was er trifft, dieses hochwerfen und dann schlagen. Bei so 50, 60 Prozent tötet das halt, aber guck bei so 80% oder 90% ist gar nicht mehr, weil du dann zu weit weg bist. Likey ist da. Oh mein Gott! Es ist Kevin! Ey, Likey ist der Beste. Das ist wichtig für ihn. Der Beste was? Der Beste. Punkt. Der Beste. Einfach der Beste. Und er kommt auch aus Weißen See. Also nicht auch, aber er kommt aus Weißen See. Von den. Der war halt bei mir in der Schule. Echt? Der war Salvator. Wow. Er ist von den White Lakers. Das ist so eine Autofahrgang in Weißen See. Und scheinbar gab es die halt. Die sind mit ihren Autos rumgefahren. Da haben die so einen schlimmen Unfall gebaut und sind alle gestorben. Oh Gott. Das ist so ein bisschen länger her schon, aber. Na, ist kein Forstdog. Kein Forstdog, sehr schön. Oh. Und jetzt kam der. Sondern ja, genau so. Oh, so sieht das really aus. On the table, leider. Oh. Aber oh. Genau. Das ist das Risiko, wenn er halt diesen Einschlafmove macht. Dann kann das halt einfach sein, dass er halt dann, auch wenn er den Gegner tötet, ihn halt, dass der Gegner ihn noch treffen kann. Halt. Also, man kann, wenn man von der Seite stirbt, dann ist man schnell genug wieder da, um ihn nochmal zu treffen. Ja, weil dann kommt einfach nur diese komische Säule von der Seite, aber wenn man von oben stirbt, dann fliegst du einmal gegen den Bildschirm oder so und dann kommt so ein Stern oder sowas. Ja, das war cool. Das sollte öfter passieren. Das sollte öfter passieren. Wir machen das. Ganz unbeliebte Opinion. Ich mach das. Was du für mich? Star KO? Ey, ich bin dabei. Ich mach was Star KO für dich. Mein Charakter kann wirklich nicht gut Star KO. Und Happy. Was? Happy. Aber ja, auch das, ja doch, das geht, aber das ist richtig schwer. Da muss ich schon in die Trickkiste greifen. Die Trickkiste. Ja, das muss ein bisschen fancy werden. Ja. Oh, schön. Oder down there on stage. Schade. Jawohl. Aber das down there on stage? Ja, damit er hochfliegt. Ja, aber du musst ja so 80% haben. Nee, das Herz, 180. Ja, genau. Schön. Herzlich, ja, richtig. Was ist? Wo ist die Stage da eigentlich? Wie, was wäre das denn? Von was ist das? Das ist von Kirby. Ja. Ah, ja. Oder? Ja, Kirby. Ja. Das ist der Fountain of Dreams. Guck mal, so eine kleine Spiegelung noch. Aber das ist nicht das mit der Kirby-Musik. Das hat auch eine Kirby-Musik, aber nicht eine die andere. Kirby-Musik. Nicht die gute. Die hatten wir gerade. Das ist, wo Jan gewonnen hat. Mensch. Na, hier hört man das nicht. Na gut. Wieso ist Basso eigentlich für Domme? Domme ist doch ein Berliner jetzt. Ja, aber die waren ja nie aus demselben Bundesland. Oh! Okay, das war ein bisschen komisch. Schön. Jawoll. Jan. Jan Woll. Oh Gott. Tut mir leid. Oh. Schade. Oh. Die Begegnung der Third Art. Ein guter Rest jetzt? Einfach so ein Backthrow, so ein juicy Backthrow. Oh. Throat is back. Oh, ja, da bitte. Ja, throat is back. Oh. Ja. Da haben wir auch ein bisschen am Zittern gerade. Nein, aber. Ich würde auf jeden Fall zittern, wenn du mir sagst, dass es ist. Okay. Rest is off the dishes. Rest is off the dishes. Okay. Ich glaube, wir haben den Ofen. Ah,
Nein. Frage, du musst hier 3-2? Ja. Let's go. We take it. Let's go. Das war Isel, Edgeguard. Das war, der hat ihm gehört. Hydra ist ein richtig schmutziger jetzt. Gut. Können wir machen Bild zu kurz oder was machen wir? Oh, da war's. So aufgeregt. Ey, ich bin mega gerade. Das ist der Hype, ultimativ. Das ist der Hype. Oh, der sieht. Bist du das für ganz aber. Ja. Ein, was? Ja. Wow. Ja, let's go. Game 5. Jan. Der dritte. Das ist. Wenn er gewinnt, dann ist er mindestens dritter Platz. Wow! 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 FD, wart ihr doch schon? Ja, okay. Okay, Yoshi's Story, bisschen schlimm. Konati Story. Weil hier kann Pummeluff richtig schnell nach oben sterben. Und das ist so voll so Foxes Stärke. Und da kann schon passieren. Ah, noch ein bisschen mehr. Okay. Also der nächste Angriff nach oben tötet eigentlich dann. Jo. Oh. Okay. Das war ist er jetzt eingeschlafen und hat diesen Hupen? Ja, genau. Aber dafür, genau, dafür ist er jetzt gestorben, aber sie haben jetzt wieder beide 3 Leben. Das war eigentlich gut für ihn, weil er hatte richtig 4%. Jetzt ist so wieder wie am Anfang. Da passiert jetzt. Oh, er macht es einfach. Aber guck mal, er überlebt hier. Vielleicht kann er noch was machen. Nee, kann er nicht. Aber schöne Prozente. Das ist ja, die Prozente sind schon mal gut auf jeden Fall. Vielleicht will er jetzt auch ein ganzes Leben noch. Ah. Kriegt immer mit Rap, wenn er landet. Ich finde, dass Fox so kleine funky pinke Schuhe hat. Ey, also, oh, das war fancy. Oh mein Gott. Oh, das kann sein. Er war zu gierig da. Wow, was ist da los gerade? Aber Jan in Führung. Wenn er jetzt irgendwie so ein cheeky Wrestling so reinkriegt, dann sieht das so richtig dunkel aus. Oder ein Becher direkt an der Netz. 2-2. Mann, ey, Wahnsinn. Und Jan ist nein. Okay. Oh, das war. Das ist okay, aber er führt immer noch. Hä? Also das war sein erster Stock gerade? Ja. Oh, was? Okay, Stopp. Alter, was? Erster Stock? Das war sein erster Stock. Ah, hier stimmt Rest. Okay, crazy. Ah, nee, jetzt zweites Leben. Sein erstes Leben. Das war sein erstes Leben gerade. Zweites Leben. Hä? Das ist falsch. Das ist falsch, ach so. Die Anzeige ist falsch. Ja. Egal. Aha! So. Okay. Okay, jetzt ist es wieder nicht mehr so gut zu hören. Okay. Ist das ein guter Zeitpunkt dafür? Das war's heute. Okay, ey, noch einer und dann war's es. Aber Jan kann halt diesen einen Move machen, was reicht. Oh mein Gott. Dennis. Okay. Ja. Ja. Das war richtig knapp.